Hallo, meine Lieben. Ja, willkommen zum Video. Und zwar zu Click and Meet Haul. Ich habe für euch einen Haul. Ich war endlich nach ein halbes Jahr wieder bei uns shoppen. Ich war happy. Hab mir vor Ort einen Termin geben lassen und konnte innerhalb ein paar Minuten auch bei Woolworth rein. Und bei Systrenegräne musste ich zwar 15 Minuten warten, weil die nur volle Zeiten hatten. Also jede 15 Minuten Takt. Und das habe ich dann einen Termin geben lassen für 17 Uhr gehabt. Und ja, ich lief alles rams ab. Ich hatte 15 Minuten bei Systrenegräne, ich war 5 Minuten fertig. Und auch bei Woolworth hatte ich eine halbe Stunde. Also bei Woolworth hatte ich ein bisschen länger. Aber ich war auch dann nach 10 Minuten fertig, weil ich fertig mit dem Shoppen war. Woolworth hatte Angebote und reduzierte Sachen. Genau. Und zwar habe ich mir einmal die Haribos gekauft. Einmal diese Goldbäschen. Da sieht man das ein bisschen besser. Dann habe ich mir zweimal von den Stickern mitgenommen, weil nächstes Mal 50 Cent. Da waren zwei Stück, die habe ich gleich direkt mal mitgenommen. Blöcke waren auch ein Angebot. Den habe ich schon, aber ich dachte mir zweimal, für den Preis nimmst du mir den noch mal mit. Und ich finde die Farben so schön. Und dann habe ich mir noch so einen Block mitgenommen. Von 1,50 auf 50 Cent. Und das ist echt traumhaft. Bin ja mal gespannt, wann Teddy bei uns Click and Meet macht. Dann haben wir die Cola-Flaschen nochmal geholt. Dann waren diese Stickers hier ein Angebot. Auch für 50 Cent von Euro. Dann habe ich, das sind Artikel immer, die kosten 1 Euro. Einmal schwarze Acrylfarbe, weil ich ja mit der Jelly Play, Gel Press hier arbeite, ist ja in dem Sinne, dass nur die Artikelnummer, also. Davon habe ich mir einmal schwarz, glaube ich, hieß es. Metallschwarz. Ja, Metallschwarz. Dann Acrylfarbe Himmelblau für 1 Euro. Und dann, die hat zwar 1,49 gekostet, aber Acrylfarbe leuchtfarbend. Und zwar in diesem Pink. Ich fand das so genial. Ja, dann kann ich ja wieder. Ich habe ja noch genug Farbe, aber ich dachte, ich nehme es mal mit. Und sogar letzt bei Woolworth diese Holzherzen. Genau. Ich mach mal kurz Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da. Los geht's. Woolworth ist erledigt. Jetzt kommt Müller und Systrenegräne. Wir machen mit Müller, fangen wir an. Und zwar habe ich mir dort ein. Malbuch gekauft. Ich male ja gerne und mit dem wunderschönen Motiv für 5 Euro.
machen wir mal mit. Müller sind nur drei Teile. Dann haben wir mit Müller Kekse gekauft von Milka. Ich liebe die. Ich werde auch in der Infobox schreiben, unbezahlte Werbung. Und ich habe die endlich bekommen. Und zwar die hier. Ich liebe die total. Ja, Kalorien drauf zu. Naja. Nee, sorry fürs Wachen. Jetzt geht's los mit Cystrinigrine. Normale Preise, dann habe ich hier. Achso, 4,95, 1,99, 1,39. Genau. Das hier, Stickers natürlich, hat gekostet 1,26. Ist ein bisschen, ich sag mal, teuer, aber ich liebe solche Stickers. Dann für 1,19 € diese hier. Dann habe ich hier, jetzt sieht man mich, Spielräder, einmal in Gold und einmal in Silber. Jetzt seht ihr auch, womit ich filme. Sorry. Dann habe ich mir Sweetbags gekauft. Ja, die sind ein bisschen da. Ich hätte bei Action ein bisschen weniger kriegen können, aber. Naja, ich wollte die einfach mal mitnehmen, weil ich damit ein Projekt für euch bald. Ich werde bald ein Video vorproduzieren. Ich werde bald ganz lange. Ich werde nämlich ab heute oder in den nächsten Tagen wieder Videos produzieren. Genau. Dann habe ich, will ich mal ausprobieren, ob die auch für das Quest Oxide sind. Und zur Not nehme ich die für meine Acrylfarbenmalerei. Ich habe mir jetzt zwei Stück mitgenommen. 9 und 58 Cent meine ich. Weil ich eben meine Flaschen nicht finden konnte, habe ich mir nochmal diese Flaschen mitgenommen, kosten 1,74, drei Stück, aber ich brauche die und 8 Milliliter. Ja. Zu guter Letzt, dann sind wir durch. Diese Stickers hier für 1,26. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sag dann mal, ich wünsche euch eine kreative Woche und wir sehen uns zum nächsten Video. Bye. Genau, euch eine kreative Woche.